Alles hat seine Stunde. Und eine Zeit ist bestimmt für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Ich liebe dieses Zitat aus der Bibel. Denn es erinnert mich an ein wundervolles Jahr im Leben meiner Familie, als wir in diesem Haus gelebt haben. Es ist ein Pfarrhaus. Im Schutze seiner Würde und der Würde des Hauses nebenan konnten wir 8 Pastorenkinder in einer ganz besonderen Atmosphäre aufwachsen. Dort gab es Liebe und Geborgenheit und Lachen. Was kann einem das Leben mehr bieten? Komm, Gil, du musst loslaufen, lauf! Wirf schon, Ed. Du bist raus, Gil. Bin ich nicht! Ich gehabt, Kleiner. Guter Wurf, Ed. Beim Unentschieden gewinnt der Läufer, Siesel. Es war kein Unentschieden. Was doch! Mit der Ruhe. Aus dem Grund haben wir einen Schiedsrichter. Wer hat recht? Gil hat recht! Also, Sommersprosse, jetzt musst du entscheiden. Es war ein guter Slide. Papa! Papa! Hallo, meine Süße, wie geht's dir? Guten Abend, Mrs. Porter. Es gibt sehr viel zu bereden. Hallo, Junge. Hallo, Papa. Hallo, Papa! Gilderoy, machst du dich absichtlich so schmutzig? Ich bin gerannt und ausgerutscht. Na schön, dann rutscht jetzt rein und wascht euch den Dreck ab. Ich möchte saubere Hände und Gesichter bei Tisch sehen. Komm. Bischof Martin hat mich gebeten, die Pastorenstelle in Stirling anzunehmen. Wann müssten wir dann wegziehen? Oh, das wäre schon sehr bald. Nächste Woche. Nächste Wenn Woche? Wenn es möglich. Ich weiß, es kommt etwas überraschend. Schon nächste Woche? Wir müssen alles packen. Die Kinder von der Schule abmelden. Es gibt noch so vieles zu regeln und Stirling ist so weit weg. 85 Meilen. Oh, Edwin, ein Jammer, dass wir hier wegziehen sollen. Das ist ein Notfall, Pearl. Pastor Caldwell ist gestorben. Die Kirchenkasse ist leer. Vielleicht muss die Kirche geschlossen werden. Der Bischof meint, wir könnten das vielleicht verhindern. Du weißt doch, über solche Ämter wird im Himmel befunden. Da muss man sich als Pastor fügen. Also, wer ist heute an der Reihe mit dem Dankgebet? Paul ist dran. Paul Kendler, ich glaube, du bist dran. Lieber Gott, ich danke dir für meine Mahlzeit und für Mamas und für Ziesels und für Janets und Alins und für Papas Mahlzeit und Eds und Ravens und Hughes. Aber der ist nicht hier, er ist im College, das weißt du ja. Und für Gils Mahlzeit, der einen tollen Slide hingelegt hat. Ha! Amen. 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 Danke, Paul. Amen. So, bevor wir essen, möchten eure Mutter und ich noch etwas mit euch bereden. Man hat mich gebeten, eine andere Gemeinde zu übernehmen. Wir werden nächste Woche umziehen. Nächste Woche? Wir haben ein Baseballspiel am Donnerstag. Moment, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Gil? Wie sieht denn die Kirche aus? Ich bin dort gewesen. Sie ist schön. Ziemlich klein. Sehr klein. Wie heißt denn der Ort, Papa? Es liegt... Stirling. Stirling, Texas. Stirling? Wo liegt das denn? Es sind 80 Meilen bis dahin. Jeanette, was ist los, Schatz? Mama, ich kann nicht aus Dallas wegziehen. Ich kann nicht. Wegen Elliot? Er ist der beste Freund, den ich je hatte. Liebst du ihn denn? Wenn die Liebe in deinem Herzen sitzt, dann kann sie auch niemand zerstören. Warum müssen wir jetzt wegziehen? Und die Mission, all die kleinen Kinder sind so auf mich angewiesen. Ich bin es doch auch. Und eine andere Gemeinde braucht Papa. Wir sind doch schon öfter umgezogen. Elliot und du, ihr werdet euch nicht aus den Augen verlieren. Glaube mir, die Liebe findet einen Weg, um so ein Problem zu lösen. Ich wünschte, ich könnte bleiben.
ist Janet? Ah, ich kann mir denken, wo sie ist. Raven, pass nachher auf, dass das Klavier nicht umkippt. Na klar. Stell sie dahin, wo ihnen nichts passiert. Er war schon immer mein Lieblingschoral. Entschuldige. Ich brauchte noch einen besinnlichen Moment. Ich verstehe dich und liebe dich dafür. Fällt es dir auch schwer, wegzuziehen? Jedes Mal. Ich habe dieser Gemeinde viel Zeit gewidmet, wie wir alle. Ich bin froh, dass du das sagst. Mit der Zeit ist jede Gemeinde wie eine große Familie. Es fällt schwer, Lebewohl zu sagen. Hallo, Elliot. Guten Tag, Mr. Porter. Ich nehme an, ihr beide habt noch ein paar Dinge zu bereden. Wenn du Gelegenheit hast, besuch uns in Sterling. Das Haus der Porters steht dir immer offen. Danke, wenn ich kann, komme ich. Das ist schön. Wir werden Sie vermissen. Wir sind gekommen, um Ihnen Lebewohl zu sagen. Wie nett von Ihnen. Das ist für dich. Mach es vielleicht später auf. Sie warten doch auf dich. Ich komme zurück, sobald ich kann. Ich verspreche es. Mach's gut. Schwieriger geht's nicht. Nee, du musst doch nicht aufmachen. Ja, mach schon. Warte doch nicht so lange. Was ist das denn? Ach, es ist nur ein Armband. Da steht mein Name drauf. Naja, besser als würde der Name von jemand anderem draufstehen. Ein wunderschönes Armband. Bei den Gefechten sind möglicherweise 6 UNO-Soldaten gefallen. Berichten aus Korea zufolge waren mindestens 2 davon Amerikaner. Seht mal, das ist das Rathaus. Wie sieht sie aus, die Kirche? Ganz schön trostlos. Ein Fenster ist kaputt, der Garten ist verwahrlost. Gestrichen muss ja auch werden. Und unser Haus? Fenster sind da keine kaputt. Aber ich weiß nicht, wie wir da alle Platz finden sollen. Wir finden einen Weg. Wir finden immer einen. Hallöchen! Willkommen in Sterling! Oh, Sie müssen Carl sein! Ich bin Bertie Bevel. Die Leute nennen mich Missy B. Man sagt auch noch ganz andere Dinge über mich, wie das heutzutage nun mal so ist in Kleinstädten. Meine Güte, was stehen wir denn hier draußen rum und plaudern? Sie möchten sich sicher erst mal hinsetzen. Gehen wir doch rein, ja? Komm, wir suchen uns ein Zimmer aus. Pastor Caldwell, er möge in Frieden ruhen, hat hier 10 Jahre lang gewohnt, wissen Sie. Für Ihnen
Familieneinrichtung hatte er leider überhaupt keinen Sinn. Also, hier ist das Elternschlafzimmer, da das Bad und gleich hier ist die Küche. Was ist das, was so duftet? Was so duftet? Ein Braten mit Soße. Brathähnchen, Erbsen, Weißbrot, grüne Bohnen und Erdbeereis. Sie haben doch sicher noch nichts einkaufen können. Ach, so hübsch, so jung. Wie machen Sie das nur? Mahlzeiten für 9 Personen dreimal am Tag und so viele Jungs. Großer Gott, Sie müssen ja für eine ganze Armee kochen. Aber Missy B. Nein, ich will jetzt nichts hören. Das ist das Wenigste, was ich für den neuen Pastor tun kann. Ich habe ja keine Familie. Ach, Bruder Porter. Ja? Normalerweise öffne ich das Büro um 8 Uhr. Doch, 8 ist in Ordnung. Gut. Also, Pearl, ich habe Ihnen meine Nummer neben das Telefon gelegt. Wenn Sie irgendwas brauchen oder über die Stadt wissen wollen, rufen Sie mich an. Es war reizend, mit Ihnen zu plaudern und Sie kennenzulernen. Wiedersehen! Vielleicht sollte ich mir meine Füße abschneiden. Bevor du irgendwas sagst, Cecil, denk bitte daran, dass du der Älteste bist. Und deshalb muss ich immer am meisten leiden. Mama, wirst du mir jetzt mein Zimmer zeigen? Schatz, das hier ist euer Zimmer. Bis wir eine bessere Lösung gefunden haben, musst du einstweilen hier bei deinen Brüdern schlafen. Hey, Cowboy. Oh, das ist toll. Ich sitze ganz hoch im Sattel. Das wird, glaube ich, ein Problem. Raven, der Tag hat 24 Stunden. So wie ich das sehe, hat dann jeder von euch das Bad 3 Stunden lang für sich Problem gelöst. Wieder eine neue Stadt. Wie oft sind wir schon umgezogen? Schlaf gut. Wenn du nicht in einer Stunde aus der Stadt verschwunden bist, John, stecke ich dich ins Loch. Wenn ich du wäre, würde ich nach Osten reiten. Hast du mich verstanden? Ja, du hast gesagt, ich soll nach Osten reiten. Einem wie dir sollte man nie den Rücken zukehren. Oh, Mami. Ihr habt alle eure Pflichten. Na los. So ein Mist. Der Sonnabend ist der einzige Tag, wo wir Western sehen können. Gilderoy? Ich weiß. Es gibt sinnvollere Beschäftigungen als Fernsehen. Ja, weißt du, was ihm passiert ist? Du hast es geschafft, Pate. Ich bin tot. Oh, Ma'am, ich glaube, Sie haben einen neuen Rekord für einen Einkauf an einem Samstag aufgestellt. $111.26. Tja, wollen Sie eine Party geben? Nein, aber ich habe eine Horde hungriger Jungs mit dünnen Beinen. Sagen wir einfach $25.26. Don Granger. Pearl Porter. Freut mich. Ich gehe seit 20 Jahren regelmäßig zur Kirche. Missy B. hat mir alles über Sie und Ihre Familie erzählt. Wahrscheinlich weiß schon die ganze Stadt über Sie Bescheid. Ja, sie ist eine patente Person.
Ach, diese Frau weiß mehr Neuigkeiten als unser Wochenblatt. Und sie scheut sich auch nicht, sich breit zu tratschen. Also, wie ich schon sagte, mit dem einmaligen Rabatt für Sie macht das 25,26. Oh, ich liebe gute Bücher. Sie müssen wissen, seit ich denken kann, verehre ich Lewis Carroll. Verdaus dich, Vase und Glasse wieben, rollterten Gorkicht im Gemach. Gaelump war der Pluckerwank und die Gabenschweisel frieben. Hab Acht vorm Zipferlack, mein Kind. Sein Maul ist beiß, sein Griff ist bohr. Vorm Fliegelflagel sieh dich vor, dem Mampfen Schnatterrind. Missy B., was in aller Welt war das denn? Nur ein Gedicht, das ich als Kind mal gelesen habe. Missy B., wissen Sie zufällig, wo der neue Pastor ist? Ich bin Ed Porter. Jack Murphy ist mein Name. Freut mich sehr. Entschuldigen Sie, meine Hände sind von der Gartenarbeit etwas schmutzig. Ich bin Mitglied der Kirche, seit ich weiß, wie das Wort Methodist geschrieben wird. Bedauerlich, dass wir unsere Kirche verlieren. Sterling wird Ihre Kirche nicht schließen müssen, Mr. Murphy. Offen gestanden, ich weiß nicht, wie sie noch zu retten wäre. Wo die Zahl der Kirchgänger sinkt und die jungen Leute nicht mehr kommen, wie es ihre Eltern tun, wird es die Kirche nicht schaffen, finanziell gesehen. Meine Bank hat alles getan, um die Kirche zu retten. Aber es kommt eine Zeit, da muss man wohl die Schafe von den Wölfen trennen. Wissen Sie, ich bin mir der Situation bewusst, auch was die Hypothekenzahlung betrifft. Aber Bischof Martin hat mich inständig gebeten, die Kirche zu retten und nicht ihre Beerdigung vorzubereiten. Ich habe auch vor, sie zu retten. Ich bewundere Ihre guten Absichten, Bruder Porter. Aber wo sollen wir denn das Geld herbekommen? Das weiß ich nicht. Aber wir werden es bekommen. So, so. Tja, wir sehen uns dann morgen in der Kirche. Ich werde bestimmt da sein. Es ist unmöglich, in dieser Stadt etwas ohne Jack Murphys Hilfe zu erreichen. Nichts ist unmöglich, Missy B., wenn man an das glaubt, was man tut. Da haben Sie wohl recht. Aber bis es soweit ist, nehmen Sie sich in Acht vor dem Zipferlack. davon könnte man doch schon mal ein kleines Stück nehmen. Keine schlechte Idee. Ja, Mami, dürfen wir? Der ist für Sonntag. Etwas tue ich ganz bestimmt, wenn ich mal verheiratet bin. Was denn? Einen Kuchen am Samstag essen. Dieser Fußboden ist vor 100 Jahren nicht mehr richtig geputzt worden. Ich brauche noch ein paar Lappen. Denk dran, Sauberkeit ist genau so. Ich weiß. Guten Tag, Mabel. Hätten Sie vielleicht einen kleinen Happen für einen hungrigen Mann übrig? Janet, gib dem Mann ein Stück von dem Apfelkuchen. Möchten Sie nicht reinkommen? Nicht, dass ich nicht reinkommen möchte, aber es ist heute so schön draußen. Danke. Ist doch gern geschehen. Unheimlicher Mann. Er ist nicht unheimlich. Er ist eine bedauernswerte Seele in Not. Ist er ein Gammler? Ja, vielleicht. Aber er ist auch einer von Gottes Engeln. Das war ein Engel? Ja, ein Engel, ohne es zu wissen. Sie glänzen wie neu. Meinst du, ich hätte meinen Beruf verfehlt? Es ist gut zu wissen, dass du notfalls noch etwas anderes tun könntest. Wie ging es Jeanette heute? Sie denkt sicher ständig daran, obwohl sie nichts gesagt hat. Sie wird die Mission vermissen und Elliot. Wenn sie sich erstmal für die Kirche hier engagiert, wird sich das geben.
Mit 16 ist sie zu jung, um nach Dallas zurückzukehren. Ich habe keine Lust, in die Sonntagsschule zu gehen. Sag das bloß nicht zu laut, Aline. Die Lehrer da sind doch immer so alt und brummelig. Wie heißt das 11. Gebot? Du sollst nicht in der Sonntagsschule unterrichten, bevor du 90 Jahre alt bist. Junge Damen haben andere Dinge im Sinn. Besonders, wenn sie hübsch sind. Was denn für andere Dinge? Lasst uns gehen, Kinder. Wart's ab. Vielleicht ist der Lehrer auch erst 82. Hast du irgendwas, Aline? Guten Morgen. Jeanette, würdest du mir bitte helfen? Hübsch sehen die aus. Für das Schöne, ein Ohr für das Wahre und ein Herz, das nach dir hungert. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wer hat dieses Gebet geschrieben, Miss Tucker? Ein Pastor aus New York, den ich sehr schätze. Gibt es da in New York denn auch Kirchen? Ob du es glaubst oder nicht. Wer von euch betet denn jeden Tag zu Hause? Dann hat es aber kein Bruder. Jeder Tag im Leben ist ein neuer Tag. Eine schöne Gelegenheit, neu anzufangen, um sich der Welt und den Menschen um uns herum aufs Neue zu öffnen und zu versuchen, uns selbst und unser menschliches Dasein zu bessern. Gott findet wunderbare Wege, uns seine Liebe zu zeigen. Manchmal ist eine Tragödie oder ein großer Wandel in unserem Leben nötig, bevor wir uns die Zeit nehmen, seine Geschenke wirklich zu erkennen. Aber meistens sind es ganz alltägliche Begebenheiten, die wir oft übersehen, die uns aber die besten Gelegenheiten bieten, Gottes Wirken zu erkennen. Es könnte ein Freund sein, der wissen muss, dass jemand für ihn da ist. Oder es könnte ein Fremder sein, der sich in einer Unzahl von scheinbar unüberwindlichen Schwierigkeiten verstrickt hat. Oder ein junger Mensch, der in schwierigen Momenten Beistand braucht. Sehr oft sind es die einfachen, alltäglichen Gelegenheiten, die wir nicht nutzen, um anderen beim Neuanfang zu helfen. Wenn wir an Gottes Wort glauben und danach handeln, können wir nur jede Gelegenheit ergreifen, um unseren Glauben zu erneuern. Miss Tucker? Wieso nennst du mich nicht einfach Kate? Wie die Kate in Kiss Me, Kate? Ja, genau so. Kommen Sie mal zu uns, zu Kaffee und Kuchen? Ist das eine Einladung? Ja. Als Bischof Martin mich bat, hierher zu gehen,
sprach er ausdrücklich von Erneuerung, neuen Ideen, von einem neuen Ansporn für die Gemeinde. Und ich als Ihr Pastor nehme die Herausforderung gern an. Und ich vertraue darauf, dass meine Arbeit in dieser Gemeinde Ihren Glauben festigen wird. Genauso wie Sie alle unseren Glauben bestärken werden. Die Predigt war sehr beeindruckend, Herr Pastor. Oh, danke. Miss Cartwright ist Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Sollten Sie irgendwas brauchen, wenden Sie sich getrost an sie. Ein paar Dinge werden es schon sein. Das nehme ich an bei der großen Familie, die Sie haben. 8 Kinder und nicht eins davon ist dämlich. Ja. Hallo, Mami. Bis dann, Mami. Magst du Shakespeare? Dann hätten wir das meist erklären, weil ich nicht alles verstehe. Ich glaube, ich werde die jüngste Julia sein. Ich schwöre, Fräulein, bei dem heiligen Mond, der silbern dieser Bäume Wipfel säumt. Oh, schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt, damit nicht wandelbar dein Leben sei, Romeo und Julia. Das Schauspiel scheint in der Porter-Familie zu liegen. Was wollen Sie später denn mal werden? Das werde ich dir sagen. Ich studiere Medizin. Wahnsinn, eine Ärztin. Studierst du in Dallas? Ja, es ist ein weiter Weg, aber es lohnt sich. Du hast doch Kate Tucker heute kennengelernt. Ja, sie scheint sehr nett zu sein. Ja, das ist sie. Sie studiert Medizin in Dallas. Sie muss oft hin und her fahren. Sie hätte nichts dagegen, wenn ich mal mitfahren möchte. Dort könnte ich vielleicht bei You wohnen. Oder wenn er viel zu tun hat, bei Kate. Sie hat ein Apartment. Dann könnte ich weiter in der Mission tätig sein, halbtags zumindest. Sag doch was, Papa. Ich weiß, wie sehr dir das am Herzen liegt. Aber du bist zu jung, um dahin zu fahren. Du sagst uns immer, wir sollten das tun, an was wir glauben. Außerdem kann ich trotzdem zur Schule gehen. Denn die Samstage sind die wichtigsten Tage in der Mission. Ich werde drüber nachdenken. Danke, Papa. Es ist wichtig für Sie, Edwin. Wenn du mich Edwin nennst, weiß ich, dass es wichtig ist. Wo hast du denn zu dieser Jahreszeit die Prärierosen her, mein Schatz? Von einem Engel. Wenn man so will. Welcher ist es? Der mit dem gelben Hemd. Oh, Marilyn, der ist wirklich süß. Das müssen die Kinder vom neuen Pastor sein. Bin gespannt, wie die so sind. Es gibt nur 2 Arten. Verweichlichte Heulsusen oder total bescheuerte Schwachköpfe. Wir müssen im Entenmarsch gehen. Und außerdem wollen wir heute einen neuen Schüler in unserer Klasse begrüßen, Raven Porter. Bitte, Raven, würdest du aufstehen und uns etwas über dich erzählen? Ich glaube, ihr wisst alle, dass mein Vater der neue Pastor ist. Ich habe 5 Brüder und 2 Schwestern. Ich spiele Klavier und einige meinen sogar, ich könnte singen. Amen. Und habe in der Methodistenmission in Dallas unterrichtet. Ich hoffe, ich kann das bald wieder tun. Ich arbeite gern mit Kindern. Ich wette, sie denkt, sie hätte über dem Kopf einen Heiligenschein. Scheint auch so. Diese Zeilen von Daniel Defoe haben meiner Ansicht nach einen wahren Kern. Wo immer Gott eine Kirche baut, dort errichtet der Teufel stets eine Kapelle. Und bei näherer Untersuchung wird man feststellen, dass der Letztere die größere Gemeinde hat. Ja, ich glaube, das sind alle, die im Augenblick krank sind. Einige sind leichter erkrankt und andere liegen im Krankenhaus. Und einige wiederum hätten einen Besuch nötiger als andere. Wie meinen Sie das? Hier, Gaddy's Fahler zum Beispiel. Er hat sich beim Sturz von einem Pferd das Bein gebrochen. Ist er zu Hause? Er ist im Gefängnis. Das Pferd war nicht seins. Was ist mit Sally Grimes? Oh, das ist eine heikle Geschichte. Die Grimes-Tochter ist schwanger.
Und jetzt hat sie zu allem Überfluss auch noch die Masern bekommen. Das ist noch nicht alles. Sie ist nicht verheiratet. Gut, dann fange ich mit Sally Grimes an. Mein Name ist Ed Porter, Miss Grimes. Ich bin der neue Pastor. Sie müssen keinen Höflichkeitsbesuch bei mir machen. Oh, das ist kein Höflichkeitsbesuch. Ich suche nur alle Gemeindemitglieder auf, die aus Krankheitsgründen nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Seit 7 Monaten habe ich die Kirche nicht mehr von innen gesehen, Herr Pastor. Verstehe. Sie mögen das verstehen, aber den Grund dafür kennen Sie sicher nicht. Die Leute in Sterling sind über mich hergezogen wie ein Tornado, wissen Sie? Und darauf kann ich wirklich gut verzichten. Außerdem bin ich nicht in der Stimmung, mir Predigten anzuhören. Wohnen Sie ganz allein hier draußen, Sally? Ja, meistens. Gut. Wenn Sie was benötigen, wenn ich irgendwas für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach an. Passen Sie gut auf sich auf, Ma'am. Kann man sagen? Hat dir das dein Vater beigebracht? Aber es ist so. Ja, hat so er. Gut. Ist es nicht manchmal peinlich, das Kind eines Pastors zu sein? Darlene, was ist dein Vater von Beruf? Er ist Anwalt. Es gibt viele Schüler, deren Väter Anwälte sind oder Farmer oder Kaufleute. Das sind normale Berufe. Ein Pastor zu sein oder ein Pastorenkind, das ist nicht so normal. Siehst du den Lebensmittelladen da drüben? Ich bin ein normaler Junge. Und ich werde jetzt etwas ganz Normales tun. Ich werde da reingehen und versuchen, einen ganz normalen Job zu bekommen. Bis morgen dann. Oh, Raven, komm nicht zu spät zum Abendessen. Sonst wird Papa dich 40 Tage und Nächte im Garten anbinden. Genau wie das letzte Mal. Denkt er etwa, das glaube ich? Nein, außerdem waren es nur 4 Tage. Macht's gut. Bis dann. Sie hat schon recht. Womit? Es ist nicht normal. Wie viele Leute wissen, was Darlenes Vater von Beruf ist oder deiner? Er tut bestimmt was ganz Normales. Aber wenn man ein Pastorenkind ist, weiß das immer gleich jeder. Jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe, kann ich ihre Blicke spüren. Sie sagen, da geht der Sohn des Pastors. Und sie denken, er muss ein Vorbild für alle sein. Es ist, als stände man auf einer Bühne und alle Freunde sitzen unten als Zuschauer. Nur sie schaut niemand an. Und wenn ich mal irgendwas Dummes anstelle, dann wird das mein Vater gleich 10-mal zu hören bekommen. Naja, aber es hat auch seine Vorteile, wenn alle wissen, wer man ist. Wir sind gerade erst hierher gezogen. Aber die meisten Leute hier wissen schon, dass ich der Sohn des Pastors bin. Rede ich dir zu viel? Nein. Darf ich dich was fragen? Wohnst du noch hier in Texas oder müssen wir bis nach Louisiana gehen? Und sie wohnt da ganz allein? Ja, das hat sie mir erzählt. Missy B. sagt, das Haus gehört den Grimes schon seit 30 Jahren. Ihre Eltern sind beide verstorben. Habt ihr schon gegessen? Du bist selbst schuld. Hallo. Hast du beschlossen, von nun an Diät zu halten? Papa, ich bin... Du bist nicht hier gewesen zum Essen. Dafür wirst du einige Extraarbeiten erledigen. Ich gehe schon ran. Nein, Raven. Du gehst auf dein Zimmer. Janet Porter? Oh, hallo, Kate. Was gibt es denn? Ich fahre am Freitag nach Dallas und wollte dich fragen, ob du mitfahren willst. Würde ich gern. Ich muss aber erst fragen, ob es recht ist. Gut, ich rufe dich morgen wieder an. Ja, danke. Mach's gut. Und jetzt brüllt der hungrige Löwe los. Und
Und der Wolf heult den Mond an. Und der dicke Bauer schnarcht und schnarcht. Ganz toll. Gute Nacht. Eine Minute erwische, wo er mir zuhören wird. Ja gut, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo ist Raven? Er ist schon mit einem Freund losgegangen. Hm. Wie heißt sie denn? Er kommt. Ich sage dir, wenn das klappt, ist das eine ganz fabelhafte Sache. Du musst dir das einfach so vorstellen. Wir sind zu Hause. Guten Morgen, Raven. Hallo, wie geht's? Ein richtiger Spaßvogel, dieser Eric. Bruder Porter, ich muss Ihnen was erzählen. Heute Abend bei der Versammlung, da wird es vielleicht ein schönes Feuerwerk geben. Das ist nun mal so bei einer ordentlichen Versammlung. Ich meine es ernst. Jack Murphy hat alle vom Kirchenvorstand angerufen und Ihnen erzählt, wie missgestimmt er wegen Ihrer Einstellung zu unserer Kirche ist. Was habe ich denn für eine Einstellung? Die Kirche kann das Geld dafür nicht aufbringen. Allein für die Renovierung der Sonntagsschule wären Hunderte von Dollar nötig. Wie sollen wir von der Bank das rechtfertigen? Ja, da muss ich Ihnen zustimmen. Mr. Murphy, diese Räume und das Äußere des Hauses sind in einem schäbigen Zustand. Und eines werde ich auf keinen Fall akzeptieren, dass junge Leute und andere Gemeindemitglieder Schäbigkeit mit dieser Kirche verbinden. Nein, um Himmels Willen, das darf nicht sein. Er hat recht, Jack. Was für ein Bild würde Ihre Bank abgeben, wenn dort die Farbe von den Wänden abblättert? Dann würden die Kunden wohl auf sich warten lassen. Meine Bank gibt es hier schon seit 40 Jahren und das ist der Unterschied. Die Leute kennen mich und vertrauen mir, selbst wenn es um ihre Ersparnisse geht. Sie sind hier neu. Es dauert, bis man sich dieses Vertrauen verdient hat. Ich weiß, Sie haben eine große Familie und machen sich Sorgen um den Verbleib der Jugend in der Kirche. Unsere jungen Leute besuchen den Gottesdienst nicht regelmäßig. Und viele hier haben auch keinen Bezug zur Kirche. Vielleicht würde ich mir mal Gedanken machen, woran das liegt, Betty Cartwright. Ich glaube, das sollten wir nicht hier und jetzt besprechen, oder? Ich sage ja nicht, dass wir uns nur wegen der Jugend Gedanken machen sollen. Und wo soll das Geld herkommen? Ich möchte nicht erleben, dass diese Kirche aufgeben muss. Wir sind nicht der Dennis, Bruder Porter. Glauben Sie mir, ich weiß, wie die Dinge hier laufen. Und ich kenne die Leute. Ach, die meisten davon schulden Ihnen nur Geld. Hören Sie, Granger, ich lebe in dieser Stadt schon etwas länger als Sie. Ich habe 40 Jahre lang eine wichtige Rolle in dieser Kirche gespielt. Vielleicht hat sich ja deshalb nichts geändert in diesen 40 Jahren. Papa, da war ein wichtiger Telefonanruf für dich. Mama meint, es könnte ein wichtiger Notfall sein. Er kam von Sally Grimms. Ich rufe einen Arzt. Dazu ist keine Zeit, Edwin. Wir müssen sie sofort in die Stadt bringen. Keine Sorge. Es wird alles glatt gehen. Beeil dich, Papa.
Mir fehlt nichts. Sie haben mich nicht angefahren. Alles in Ordnung. Aber wenn Sie hier liegen bleiben, wird noch was passieren. Kommen Sie, steigen Sie in den Wagen. Oh, es ist mir eine Ehre. Alles in Ordnung. Mir fehlt gar nichts. Wir müssen dringend ins Krankenhaus. Wissen Sie zufällig, wo das ist? Interessant. Genau da wollte ich auch hin. Sicher weiß ich das. Also Sie fahren immer geradeaus. Darf ich Sie einen Moment zu mir bitten? Ich bräuchte ein paar Angaben von Ihnen. Der Name des Ehemanns, bitte. Ich glaube, es gibt keinen. Ach so. Die Sozialversicherungsnummer und das Geburtsdatum. Das weiß ich leider auch nicht. Wann haben denn die Wehen eingesetzt? Ich schätze mal vage, irgendwann heute Nachmittag. Dürfte ich fragen, wer Sie sind? Mr. Porter? Mrs. Porter? Sie sind beide über den Berg. Es ist übrigens ein Junge. Ich wusste nicht, dass Sie auch hier noch arbeiten. Ist ein Teil meines Praktikums. 20 Minuten später, Sie hätten es nicht überlebt. Sie hatte sehr starke Blutungen. Könnte ich Sie mal kurz sprechen, Mr. Porter? Ja, sicher. Entschuldigen Sie mich, Herr. Danke. Haben Sie vielen Dank. Seien Sie unbesorgt wegen John. Er ist hier Stammgast. Oh. Tja, dann gute Nacht, Kate. Wiedersehen. Danke, dass du mit Vater gesprochen hast. Manchmal ist er schwer zu überzeugen. Er findet es großartig, dass du in der Mission arbeitest. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich zurückfahre. Elliot? Wer hat dir das erzählt? Ein kleiner Vogel war's. Ja, ich wette, dieser kleine Vogel war meine Schwester. Nach viel Spaß. Spaß? Zum Spaß streuen Sie den heiligen Augustinus und Friedrich Nietzsche ein. Hast du es schwer? Ja, es geht nicht immer ums Taufen und um Bibelstunden. Hey, was möchtest du unternehmen? Ich habe den ganzen Abend frei. Ich kann kaum erwarten, sein Gesicht zu sehen. Chanel, Hugh, hallo. Euch hätte ich jetzt nicht erwartet. Es war ein ganz spontaner Entschluss herzufahren. Elliot ist nicht da. Er ist mit ein paar Freunden unterwegs. Sicher würde dich gern sehen. Bist du morgen noch hier? Ja. Aber da bin ich den ganzen Tag in der Mission. Gut, ich sag's ihm. Okay, danke. Wiedersehen. 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 Hey, ich habe eine tolle Idee. Es läuft ein neuer Film drüben im Crest. High Noon. Gary Cooper. Na los, komm schon. To tell the old, old story of Jesus. And
Und jetzt geht's weiter im Unterricht. Ist das schön, dich zu sehen. Ich hab dir so viel zu erzählen. Wie gefällt's dir denn dort? Naja, ganz gut. Ich kann nun jede Woche nach Dallas kommen, hab ne Mitfahrgelegenheit. Oh. Ich kann dann hier wieder in der Mission arbeiten und wohnen kann ich bei meinem Bruder. Sind das nicht tolle Nachrichten? Ja. Wir haben den ganzen Sommer für uns. Elliot, was hast du denn? Nichts, nur wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich mir nichts vorgenommen. Gestern und heute Abend. Oh. Mach nichts. Ich komme hier wieder. Vielleicht kommst du auch nach Sterling. Ja, würde ich gern tun. Ich muss wieder zurück zur Klasse. Ich rufe dich an. Und ich liebe dich. Mach's gut. Ich muss im Lager ein paar Bestände überprüfen. Ich bin also hinten, Cecil. Mhm. Macht 26 Cent. Besten Dank. Werde ich Ihren Jungs einen regelmäßigen Lohn zahlen, wenn Sie auf dem Feld arbeiten. Sie werden es gut machen. Sie werden Ihre Arbeit ganz prima machen. Und mir wäre sehr damit geholfen. Danke sehr. Ich danke Ihnen. Wir haben den Job, fast 8000 Quadratmeter. Toll. Und 50 Cent die Stunde. Nicht schlecht. Ich bin fertig. Ich werde dann gehen, Mr. Granger. Okay, Cecil. Ich habe deinen Wochenlohn ausgerechnet. Das wären 10,50. Aber das sind doch 11 Dollar. Du kriegst noch etwas Kleingeld raus. Die Gurken, die Bohnen mit Rindfleisch, das Stück Käse und die Dose Fußpulver, die John White hat mitgehen lassen, kostete zusammen nur 1 Dollar. Weißt du, John White und ich haben da eine Abmachung getroffen. Das klappt aber nicht. Dem Essen nach du musst eine Ungerade zahlen. Na gut. 11 zum Beispiel. Mit? Ja, er sucht uns. War lecker, der Kuchen, Mami. Dürfen wir jetzt aufstehen? Danke. Ja, ihr dürft aufstehen. Immer soll ich euch suchen gehen. Ach was, immer muss ich euch gar nicht. Dann suche ich euch. Möchtest du das Stück Kuchen noch, Papa? Oh, nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr. Cecil, wenn deine Augen noch größer werden, fallen sie dir bestimmt noch raus. Und, gehst du nun zum Tanzen? Dieser Harry aus deiner Klasse brennt darauf, mit dir hinzugehen. Ich habe Elliot gefragt. Sein Dad erlaubt ihm zu kommen. Oh-oh. Ach nein, und mehr hast du dazu nicht zu sagen. Wirklich, ich bin nur spazieren du gegangen. Du wirst jetzt ganz schnell rauf in dein Bett spazieren, mein Sohn. Raven macht eine schwierige Phase durch, Papa. Ja, aber hoffentlich hat die Phase bald ein Ende. Bestimmt. Ich
Kirchenversammlung findet bald statt. Ob wir schon wieder umziehen müssen? Nein, ich denke nicht. Aber vielleicht denkt der Bischof anders darüber. Oh, Ed. Es wird sich rausstellen. Solche Entscheidungen werden immer erst auf den Versammlungen getroffen. Dann müssen wir uns eben noch bis dahin gedulden. Tja. Eine Pause. Das ist das Beste, was ich heute gehört habe. Bist du damit durch? Los, lies es uns vor, Sissel. Poesie ist nie vollendet. Sie wächst ständig. Wie das Gras da. Es sei denn, man veröffentlicht sie. Dann ist das vielleicht der Fall. Das klingt aber klug, Sissel. Tiefgründig. Los. Ja! Ja! Ich mach jetzt da raus! Jetzt geht's ins Spiel! Hey! Man wird jemals Kleidung erfinden, die man nicht mehr dauernd waschen und bügeln muss. In diesem Leben nicht mehr. Meinst du vielleicht im nächsten? Man weiß nie, aber es ist bestimmt ein kreativer Gedanke. Was heißt kreativ? Schöpferisch. Ja, wie es aussieht, habt ihr Jungs wohl meinen grünen Daumen geerbt. Wenn du das für grün hältst, ja. Nun sitzen wir da mit dem Schaden, den die angerichtet haben. Das sollte nur so ein Spaß sein. Ja, Eric Lee ist sehr witzig. Zum Totlachen. Manchmal sind deine Brüder wirklich zu albern. Ich finde sie toll. Siehst du nicht, Elliot! Ich werde diese Woche im Fort St. Houston einquartiert. Wenn ich Glück habe, bin ich im Herbst in Korea. Elliot, ich verstehe nicht. Warum du das tust? Korea ist doch nicht das Ende der Welt. Es ist nur 9000 Kilometer weit. Es ist wie Texas, nur ein wenig kleiner. Die Schule ist nichts für mich. Später vielleicht, aber ich will nicht für den Rest des Lebens Felder pflügen oder Autos polieren müssen. Aber was wird aus uns? Die Trennung wird uns nicht schaden. Ich werde viel lernen. Ich habe die Chance, erwachsen zu werden. Schneller erwachsen zu werden. Wenn ich zurückkomme, machen wir, was uns gefällt. Wirst sehen. Verlass dich drauf. Ich hätte es dir früher sagen sollen, aber ich musste mir selbst erst darüber im Klaren sein. Willst du das wirklich? Wir sollten wieder zurückfahren. Elliot. Ich möchte jetzt nicht tanzen. Papa, wir haben es doch gesehen. Und wir haben Eric gesehen. Ich weiß nicht warum, aber er will mich auf die Palme bringen. Also wirklich, bald reißt mir die Geduld. Ich bin sicher, er wird es wieder tun. Ich will dir dazu nur eins sagen. Ich bin absolut dagegen, dass man sich prügelt. Aber wenn man etwas verteidigt, wofür man gearbeitet hat, ist das etwas anderes. Wenn man sich gegen einen Tyrannen nicht zur Wehr setzt, muss man sich damit abfinden, immer schikaniert zu werden.
Edwin, dass meine Jungs sich wie Raufbolde benehmen, werde ich nicht zulassen. Ich doch auch nicht, Pearl. Aber wenn es darum geht, zu verteidigen, was ihnen gehört. Du bist auch schon mal so weit gewesen. William Lee, Erics Vater. Ach ja, Ravens Freund. Das würde ich nicht unbedingt sagen, jedenfalls im Moment. Setzen Sie sich doch. Was kann ich für Sie tun? Tja, anscheinend hatten unsere Jungs heute Nachmittag sowas wie eine Prügelei. Erics blaues Auge wird ihn bis an den jüngsten Tag daran erinnern. Normalerweise würde ich jetzt Krach schlagen, aber da Eric angefangen hat, hat er bekommen, was er verdient. Woher wissen Sie denn das? Ein Zeuge hat die Sache beobachtet. Ein Mann, der behauptet, ein guter Freund von Ihnen zu sein. Ron White. Jedenfalls wollte ich Ihnen nur sagen, dass Eric Ihren Jungs helfen wird auf dem Feld. Damit kann er seine Strafe abarbeiten und hoffentlich alles bereinigen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich bringe Sie raus. Danke. Ich war auch mal Mitglied der Kirche hier. Und warum sind Sie es nicht mehr? Das ist Jahre her. Das Geschäft fing an zu florieren, die Familie wurde größer. Naja, wir hatten wohl einfach keine Zeit mehr für die Kirche. Tja, Pastor, man sieht sich. Hoffentlich unter angenehmeren Umständen. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Oh nein, ihr Jungs solltet arbeiten und euch nicht prügeln wie eine Horde Wilder. Wenn Papa euch so sieht, wird es für euch eine schöne Strafpredigt setzen. Pearl, ich habe mit den Jungs zu reden. Aber Papa, du hast doch gesagt... Ihr wisst, ich will nicht, dass ihr euch prügelt und das meine ich so. Ich weiß Bescheid über das, was heute geschehen ist. Pearl? Dass du sie mir nicht anrührst, Edwin. So, hört mir mal zu. Von jetzt an gibt es weder Fernsehen, noch Nachtisch, noch Verabredung, noch Telefonanrufe. Und alle werden Sonderpflichten übernehmen. Für wie lange? In Anbetracht der gegebenen Umstände. Nur heute Abend. Wer kann das sein? Sally. Pastor Porter, Tom und ich haben uns entschlossen zu heiraten. Und nach all dem, was passiert ist, möchte sich Sally nur von Ihnen trauen lassen. Ich weiß, dass die Konferenz heute beginnt. Dallas. Man hat Tom eine Arbeit in Kalifornien angeboten. Und da wir heute schon wegziehen, wäre das jetzt für uns der einzige Zeitpunkt für unsere Trauung. Die nötigen Papiere sind da. Gut. Ja. Und Kraft meines mir verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Was schulde ich Ihnen, Herr Pastor? Stecken Sie Ihr Geld wieder ein. Sie werden es brauchen, wenn Sie in Kalifornien sind. Danke. Danke für alles. Keine Ursache. Gott segne Sie beide, Tom. Danke, Sir. Passen Sie jetzt gut auf Sie auf.
Auf Wiedersehen. Edwin, weißt du noch, wie wir geheiratet haben? An eines erinnere ich mich jedenfalls. Es war nicht 5 Uhr morgens. Armando? Ein Herz. Gut. Juan? Freunde. Sehr gut. Ah, Pater de mi familia de esta aquí. Agarramos una pausa. Wie Hallo. Geht's meiner Tochter? Mir geht's gut. Hallo. Der ist heute gekommen. Oh, von Elliot. Hallo. Ist es mi casa? Ein Haus. Ein großes Haus? Sie. Wie viele Kinder wohnen denn da? 47. 47? Sie. Wir sind 7. Ich dachte, das wäre schon viel. Korea ist wohl nicht so, wie Elliot sich das vorgestellt hat. Möchte jemand eine schöne, kühle Limonade haben? Ja. Ja. Oh, sieht aus, als hättest du eine Erfrischung nötig. Jetzt eine kalte Dusche wäre auch nicht schlecht. Wenn du nach Hause kommst, kannst du dich gleich duschen. Reich weiter. Trink nicht zu hastig. Danke, Mami. Also dann, bis später. Bis dann. Danke. Bis Wiedersehen. Bis später. Lieb, dass die beiden uns eine Erfrischung gebracht haben. Raven. Wollte ich nur sagen. Schon gut, mir tut's auch leid. Guten Tag, die Damen. Hallo. Es ist heißer als im August auf einem Blechdach, ne? Sie sagen, Mr. White, möchten Sie einen Schluck Limonade? Mr. White? So hat mich seit Jahren keiner mehr genannt. Nein, danke. Ich habe meinen eigenen Schluck dabei. Ist das Whisky? Aline. Ach, schon in Ordnung. Das ist Feuerwasser. So eine Art Gift. Ich glaube, dann werden Sie auch auferstehen, Mr. White. Wie kommst du denn darauf, Kind? Papa sagt immer, alle Gifttrinker finden ihren Frieden bei der Auferstehung. Wir müssen jetzt nach Hause gehen. Und ein kleines Kind wird sie anführen. Das wäre schön. Es wird jetzt Zeit, dass wir die Schafe von den Wölfen trennen. Ich habe es schon mal gesagt und ich sage es wieder. Diese Kirche kann die Schuldenlast nicht mehr begleichen. Es ist ein großes Grundstück. Man könnte es an einen größeren Konzern verkaufen. Davon würde die ganze Stadt profitieren. Vielleicht entsteht da eine Fabrik. Wir brauchen Zeit, Jack. Zeit? Wofür? Für die Renovierung. Für Ihre Spendenaktion. Ich muss vor kommunalen und staatlichen Revisoren Rechenschaft ablegen. Der Ruf meiner Bank steht auf dem Spiel. Der Ruf Ihrer Bank? Sagen Sie, wen in aller Welt kümmert denn der Ruf Ihrer Bank? Na, mich? Gentlemen, Gentlemen. Hier will doch niemand, dass der Ruf eines anderen Menschen Schaden erleidet.
Und woher soll Ihrer Meinung nach das Geld kommen, Bruder Porter? Glauben Sie, es wird auf uns herniederregnen, vom Himmel runterregnen? In Ordnung. Ich verlängere. Aber das ist das letzte Mal. Wie viel Zeit räumen Sie uns ein, Jack? Bis Ende des Jahres. Allerhöchstens. Gute Nacht, Bruder Porter. Gute Nacht, Mrs. Cartwright. Gute Nacht, Missy B. Gute Nacht, Bruder Porter. Gute Nacht, Mrs. Granger. Nun, Missy B., setzen Sie immer noch auf mich? Guten Menschen widerfahren gute Dinge. Ach, übrigens, Billy Kilgore, der Mann vom Kreuz des Lichts, wird nun doch die Erweckungspredigt halten. Oh, gut. Und er bringt Claudie Walker mit. Er soll ja eine Stimme wie von einem anderen Stern haben. Wie ein Engel. Aber so eine Röhre heißt es. Bis bald. Gute Nacht, Missy B. Nacht, Billy. Guten Abend. Guten Abend. Wunderbar funkelndes Firmament, nicht wahr, Pastor? Was dagegen, wenn ich das auch genieße? Wie könnte ich? Fühle mich geehrt. Pastor, sehen Sie den großen Punkt da? Das ist der Planet Venus. Der wohl hellste Stern am Nachthimmel. Nach dem Mond, versteht sich. Und der da so bläulich schimmert, das ist Regulus. Der hellste Stern in der Konstellation Leonis. Leo der Löwe. Sie kennen den Himmel ziemlich gut. So gut wie mein Gesicht. Vielleicht liegt die Zukunft da oben. Ja. Und auch die Vergangenheit. Es ist schon verwunderlich, wie wenige Leute wissen, wo welcher Stern ist. Dabei sind sie jede Nacht unser ganzes Leben lang da oben. Wenn man etwas finden will, muss man wissen, wo man suchen muss. Man ist auf Hilfe angewiesen. Ob die Menschen Angst vor den Sternen haben? Sicher hat jeder Angst vor dem, was er nicht kennt. Mit der Wahrheit ist es ähnlich. Egal, wie hell sie auch scheint. Wir brauchen Mut, um sie zu erkennen. Und es ist schwer, diesen Mut zu finden. Es ist wie mit den Sternen. Man muss wissen, wo sie sind. Wissen Sie, Pastor, Sie haben eine wundervolle Familie. Besonders Pearl. Danke. Ich habe immer gedacht, dass Pearl ihr Leben auch ohne mich meistern könnte, aber ich bin sicher, ich würde es ohne sie nie schaffen. John, haben Sie mal dran gedacht, sonntags in die Kirche zu kommen? Ja. Ja, das habe ich. Und vergiss nicht, das bedeutet, du bist sehr gut. Ich weiß. Das bedeutet, du bist zu intellektuell. Und wenn ich nicke, heißt das, du hast ein gutes Argument gemacht. Ich weiß. Und wenn ich so mache... Ich predige jetzt schon so lange. Und seit 20 Jahren gibst du mir immer wieder dieselben Zeichen, Pearl. Ich bin dir dankbar dafür. Immer und immer wieder. So, ich muss jetzt los. Meine ich auch. Miss Cartwright, Granger. Warten Sie. Stand.
Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament ist die Geschichte von David und Goliath. Und ich glaube, sie enthält eine großartige Botschaft für uns alle. Erinnern Sie sich, Davids Kampf war nicht nur ein Kampf gegen Goliath. Der Kampf dieser beiden Männer war stellvertretend für einen weitaus größeren Disput. Damals musste in dem Tal in Palästina die Kernfrage entschieden werden, ob das Land und die Menschen die Gesetze der heidnischen Götter der Philister befolgen sollten oder die Jahwes, des Gottes Israels. Ja, diese Frage ist es, die diese Geschichte für uns heute so gegenwartsnah erscheinen lässt. Werden wir, wie David, an unserem Glauben festhalten, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, einen Anspruch auf unser Leben und unsere Welt erhebt? Wir alle treffen jeden Tag eine Unzahl von Goliaths. Ein Freund verliert sich selbst und beschließt, sein Leben fortan mit Alkohol und Drogen zu vergeuden. Haben wir den Mut, ihm zu helfen, dieses Leid zu überstehen? Ein Krieg in einem fremden Land raubt uns die Liebsten, aus Gründen, die uns unverständlich scheinen. Haben wir den Mut, zu glauben, dass Gott gut ist, inmitten menschlichen Versagens? Unsere eigene Kirche, haben wir den Mut, die Aufgabe auf uns zu nehmen, unser Gotteshaus zu retten, und bitten wir, dass all unsere Vorhaben gelingen, damit wir unseren geistlichen Synergismus auferstehen lassen können, um dazu beizutragen, auf der ganzen Erde das Reich Gottes zu errichten. Als David zu Goliath aufschaute, fürchtete er sich nicht. Er war nicht allein, und deshalb konnte man ihn auch nicht besiegen. Denn er hatte den Mut, an Gottes Gegenwart zu glauben. Das zu leben, was er glaubte. Das zu leben, was er glaubte. Tun wir es? Geht hin in Frieden, Gott segne und beschütze euch. An was denkst du gerade? Oh. Ich versuche, die Menschen zu verstehen. Keine sehr leichte Aufgabe. Es gibt da jemanden, von dem ich annahme, würde heute in der Kirche sein. Doch er kam nicht. Wer immer das ist, er hat eine gute Predigt versäumt. Du kannst nichts dafür, wenn diese Kirche es nicht schafft. Das weißt du. Ich kenne dich nun seit 23 Jahren, Ed Porter. Und ich habe nie etwas erlebt, das dir hätte leid tun müssen. 23 Jahre. Und was ist mit dir, Pearl? Es gibt eine Sache, die ich nie bereuen würde. Einen Pastor geheiratet zu haben? Dich geheiratet zu haben. Siehst du den großen Punkt da oben? Das ist die Venus, der wohl hellste Stern am Nachthimmel. Nach dem Mond natürlich. Und dieser bläuliche Stern, kurz über den Bäumen, das ist Regulus. Willkommen in Sterling, Bruder Kilgore. Danke, Bruder Porter.
Aber ich fürchte, ich bringe keine sehr angenehmen Nachrichten mit. Ist was passiert? Ich bedauere es sagen zu müssen. Ja, hier ist die Hiobsbotschaft. Claudie Walker, der mit der himmlischen Stimme, leidet an einer teuflischen Stimmbandentzündung. Heißt das, er kann nicht singen? Singen? Er kann nicht mal laut genug krächzen, um eine Amsel aus einem Baum zu verscheuchen. Keine Stimme vom anderen Stern? Nichts ist. Es tut mir leid, Bruder Porter, ob dieses Missgeschicks. Aber es sollte wohl nicht sein. Eine Erweckung ohne die gesegnete, schöne Musik eines Gospel. Tja, das ist alles andere als herrlich. Ja. Gibt es keinen anderen professionellen Sänger? Papa, ich habe eine Idee. Die besten Sänger, die ich kenne, wohnen hier in diesem Haus. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Regt euch bitte nicht auf. Ihr werdet es gut machen. Bruder, alles Christliche, was ich in meinem Leben getan habe, begann an dem Abend, als ich dieses Lied zum ersten Mal hörte. Nie beginne ich eine Evangelisation ohne das Lied. Ich prophezei, dass jemand da draußen heute davon berührt wird. Das passiert jedes Mal. Es wird ihnen nicht nur gefallen, wenn du singst. Es wird ihnen helfen, ihr Leben zu ändern. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Und es gibt einen Weg, der führt zur Schande. Times when I've been lost or lonely, both roads look the same. There's a voice that lifts me upward. Another pulls me down, but when I turn to you, your light shines through, and I know at last that I am found. Where the door is always open, Spirit makes me strong. In your glory, I see my pathway. In your love, my pain is gone. And the joy that we share keeps leading me where the door is open. Ich bin gekommen, um üble Laster in Stücke zu zerreißen. Satan, weiche! Du und deine Missetaten! Die Erlösung der Sünder ist eine leidenschaftliche Schlacht.
Wir wollen sie hier heute Abend schlagen. Habt ihr die Pfade eures Lebens geplant? Habt ihr den Weg der Erlösung gewählt? Die Freude und die Begleitung von Jesus? Oder habt ihr den Pfad der Schwermut gewählt? Der Verzweiflung? Wählt euren Weg! Wählt ihn heute Abend mit mir! Wählt den Weg der Erlösung! Ihr Sünder, kommt! Legt eure Hände in meine und sagt, dass ihr Christen sein wollt. Kommt zur Betbank und findet eure Erlösung. Es wird Zeit, die Gaben einzufahren. Fahrt die Gaben ein. Bring in the sheaves. Bring in the sheaves. We shall come rejoicing. Bring in the sheaves. Bring in the sheaves. Bring in the sheaves. We shall come. Wenn du dein Herz Jesus anvertraust, dann gib mir deine Hand. Wusstest du, dass ich hier bin? Naja, es gibt Dinge, die weiß man einfach. Du hast ihn geliebt. Deshalb empfindest du so. Erinnerst du dich an John White, Mamas
vermeintlicher Engel? Er wurde in Sterling geboren und wuchs dort auf. Später heiratete er und zog nach Houston. Und wie Missy B. mir erzählt hat, wurde er ein sehr erfolgreicher Wissenschaftler. Und dann vor ein paar Jahren passierte dieser schreckliche Autounfall. Er verlor seine Frau, gab seinen Job auf, fing an zu trinken, gab alles auf, was er hatte und kam dann zufällig wieder zurück nach Sterling. Weißt du noch, als er Mama die Rosen geschenkt hat? Wir haben noch gegrübelt, wer im März solche Rosen findet. John war es auch, der an jenem Abend auf der Straße gelegen hat und der dann Mama und mir den Weg zum Krankenhaus gezeigt hat. Dann dieser Evangelisationsgottesdienst. John hat der Verlust des geliebten Menschen unendlich getroffen. Und er hat Hilfe gebraucht. Aber stattdessen half er uns. Ich glaube, Gottes Hand hat ihn in unser Leben geführt, damit wir lernen, das Gute an Orten zu erkennen, wo wir es nicht vermuten. Und Gott hat das sicher getan, damit John lernen konnte, dass die Liebe den Tod stets besiegt. Fröhliche Weihnachten, Mrs. Porter. Danke Ihnen auch. Guten Tag, Mrs. Porter. Guten Tag. Mrs. Porter? Fröhliche Weihnachten, Mr. Lee. Ich weiß nicht, ob das so fröhlich wird. Hat der Bischof schon entschieden, was er tun wird? Noch nicht. Und uns fehlen immer noch 16.000 Dollar. Vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen. Wir würden dann ja auch nur das Gebäude verlieren, nicht unseren Glauben. Ich wünschte, ich könnte da irgendwas tun. Ich glaube, dass Sie wieder zur Kirche zurückgekehrt sind, war schon sehr viel. Die Prügelei unserer Jungs hatte so auch was Gutes, nicht wahr? Ja, Ihr Optimismus ist wohltuend. Die Welt braucht mehr Menschen wie Sie. Fröhliche Weihnachten. Danke. Hört ihr auf, sonst haben wir heute Abend nichts mehr. Mami, wo ist Aline? Sie ist drüben in der Kirche und schmückt den Baum mit Engeln. Und ihr beide solltet euch jetzt waschen. Das gilt besonders für dich, Gilderoy. Paul? Hallo, Aline. Hallo, Mr. White. Würdest du mir einen großen Gefallen tun? Na sicher. Er ist für deinen Papa. Gibst du ihm den von mir? Mach ich. Danke. Wir haben John White nie wiedergesehen. Aber der Scheck, den er mir für Papa mitgab, hat diese Kirche gerettet. Paul Kendler, der jüngste meiner Brüder, wurde Buchbinder. Seinen Sinn für Humor hat er nie verloren. Ich wollte unbedingt als Schauspielerin zum Theater, aber als ich älter wurde, verlegte ich meine Energien aufs Bücherschreiben. Gil, unser Gilderoy, wurde ein sehr angesehener Apotheker. Ed, der ruhigste aus unserer Familie, machte als Geschäftsführer einer Lebensmittelfirma Karriere. Rayburn hätte am Musicaltheater in New York was werden können, aber er entschied sich für eine andere Laufbahn und trat in die Fußstapfen seines Vaters. Janet konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als Kinder zu unterrichten, und das tat sie dann auch. Ach ja, irgendwann hat sie Harry geheiratet. Cecil stieg ins Finanzgeschäft ein.
Als er Finanzmanager einer der größten Methodistenkirchen der Welt wurde, wurde Hugh zum Pastor ordiniert und folgte Raven ins Pastorenamt. Jeder hat auf seine Art nach Papas Prinzip gelebt. Es reicht nicht aus zu glauben, man muss auch seinen Glauben leben. Mama war die erste in der Familie, die den unbekannten Weg in die Ewigkeit gehen musste. Sie starb mit der Gewissheit, dass die 8 Kinder, die sie geboren hatte, sie sehr vermissten und über alles liebten. Papa hat über 7 Jahrzehnte auf der Kanzel gestanden. Noch am Tag, bevor er diese Welt verließ, hielt er einen Abendmahlsgottesdienst ab und traute ein Paar. Bis zum letzten Augenblick, als er starb, war Papa ein Pastor. There's a door where there's no sorrow, only hope and life anew. I feel peace and understanding the very minute that I